Fast genau 900 Jahre ist es her, dass sich von Europa aus ein gewaltiges Heer von Kreuzrittern auf den Weg machte, um das heilige Grab in Jerusalem aus den Händen der Ungläubigen zu befreien. Papst Urban XI. Hatte zu diesem Kreuzzug aufgerufen. Dabei war es dem Oberhaupt der römischen Kirche im Grunde ziemlich gleichgültig, wer im fernen Jerusalem, das man ohnehin nur nach einer mehrmonatigen strapaziösen Reise erreichen konnte, das Sagen hatte. Ihm ging es vor allem um eine eindrucksvolle Machtdemonstration seiner einzig selig machenden Ecclesia Catholica mit dem Ziel, die abgefallene byzantinische Kirche wieder unter römischen Einfluss zu bringen. Denn das mächtige Heer der Kreuzritter, durchdrungen von heiligem Sendungsbewusstsein und jeder Menge Raufbolde und ungehobelter Gesellen, musste durch das Land der verhassten theologischen Konkurrenz, um nach Jerusalem zu gelangen. Wenn das nicht eine wunderbare Gelegenheit war, Unruhe im Osten zu stiften und verlorenen Einfluss zurückzugewinnen. Dabei hatte der Kaiser von Byzanz, Alexios, christliche Heere eigentlich nur zur Hilfe gegen die kriegerischen Türken gerufen. Und schließlich bedeutete dieser Aufruf zum Kampf auch eine völlige Abkehr von den Überzeugungen der christlichen Kirchenväter. Die hatten Waffengewalt und Blutvergießen streng verurteilt. In der Missionspflicht erblickten sie lediglich einen geistlichen Auftrag, bei dem jede Form von Gewalt ausgeschlossen sein sollte. Doch damit war es nun vorbei. Für Papst Urbans Machtspiele waren die Ritter wahre Gottesgeschenke. Und die ruhelos durch die Lande streifenden Herren warteten nur auf eine günstige Gelegenheit, ungestraft zu kämpfen, zu brennen, zu erobern und Beute zu machen. Denn Hemdlose, Hungernde und Darbende gab es nicht nur unter den kleinen Leuten, sondern auch unter den großen Herren. Und es gab viele arme Ritter. Meist die zweit- und drittgeborenen Söhne aus gutem Hause, für die es aber oft wenig zu erben gab.